Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Film habe ich mal wieder einen Einblick für euch und zwar in eine Auftragsarbeit, die ich schon vor einiger Zeit durchgeführt habe. Das müsste jetzt auch schon wieder ein Jahr her sein, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und ich habe mir jetzt mal die ganzen Making-of-Bilder alles nochmal rausgesucht, um euch da einen kleinen Einblick zu geben, weil es war ein wirklich sehr interessanter Job, ein sehr kreativer Job. Eigentlich ein Auftrag, wie man sich ihn als Künstler wünscht. Und daher habe ich mir gedacht, ich quatsch mal ein bisschen mit euch über diesen Auftrag und fange jetzt direkt mal an. Der Kunde war ein Tattoo-Studio in Schwetzingen. Und dieses Tattoo-Studio, der Besitzer, der Daniel, hat mich kontaktiert und hat gesagt, er hätte gerne für seine Fensterfront vorne 6 verschiedene Bilder. Ja, und es sollte eben von draußen so aussehen, wie wenn man reinschaut. Das heißt, auf der linken Fensterfront sieht man dann das Szenario, wie es innen genau an der Stelle stattfindet. In der Mitte dann, bei dem Bild, bei der Fensterfront oder neben der Tür, sieht man dann eben das Szenario, was sich hinter dieser Scheibe versteckt. Daher musste das Ganze auch von der Auflösung sehr groß sein, was die Größenverhältnisse der Person angeht. Es sollte auch einigermaßen stimmig sein. Wir wussten natürlich, dass man so ein paar Abstriche vielleicht machen muss, gerade wenn es um die Perspektiven geht, wenn man von der Seite schaut und so weiter. Aber das hat schon ganz gut funktioniert. Und damit ihr euch dann ein Bild davon machen könnt, blende ich euch mal ganz kurz eine grobe Montage ein. Und auf dieser groben Montage seht ihr jetzt die fertigen Bilder. Das ist noch nicht das finale Ergebnis, also so sieht es nicht vor Ort aus. Aber ich habe da jetzt einfach mal die Bilder rein montiert, dass ihr so einen Eindruck davon bekommt, wie das aussehen kann. Ja, das sieht in live eigentlich jetzt auch noch viel besser aus. So sieht es halt noch ein bisschen zusammengebaut aus. Man hätte natürlich auch mit den Bildern, wenn man es ganz realistisch will, viel tiefer gehen müssen, ja, weil ja noch der Boden ist ja nicht in der Höhe. Ja. Wie gesagt, es ging immer noch um Bilder, dass die eben gut kommen. Es musste jetzt nicht diesen dreidimensionalen Super-Effekt haben. Wichtig ist nur, dass man eben keine Bilder an der Scheibe hat, wo man frische Tattoos sieht, die da noch halb verblutet sind, sondern es geht einfach darum, zu zeigen, wie sieht es innen drin aus. Ja. Okay, das war eigentlich so der Start. Ich muss auch dazu sagen, der Daniel, der hat da echt gute Ideen gehabt, auch am Anfang ist er selbst ein Künstler, ja, zu viele Ideen. Ich musste ihn auch oft bremsen, weil eben manche Dinge nicht umsetzbar sind. Also er hat dann auch gemeint, ob man da nicht Bob Marley irgendwo hinsetzen könnte und so weiter. Da sage ich, naja, die Bilder muss man kaufen, in der richtigen Perspektive fotografieren. Das geht ja nicht. Doubles organisieren. Und dann kommt man dann auch irgendwann an eine Budgetgrenze. Aber er hat da sehr, sehr viel beigesteuert. Vom Zeitaufwand her, ich blende euch auch wie gesagt gleich noch mehr Bilder ein und am Ende auch ein Video. Erstmal noch ein paar andere Dinge. Vom Zeitaufwand her war geplant ein Tag Fotografie, ein Tag Retusche. Die Vorgespräche habe ich nicht berechnet, also das Tattoo-Studio ist hier ums Eck. Wir sind hingefahren, haben ein bisschen Brainstorming gemacht. Es waren ein paar Stunden vorbereitende Zeit, die ich jetzt nicht kalkuliert habe. Wir haben einen Tag Fotografie, einen Tag Retusche ausgemacht. Am Ende kam nochmal Retusche dazu, weil der Boden ausgetauscht werden musste, damit er zu den anderen Bildern passt. Da kam noch ein kleiner Betrag dazu. Aber im Prinzip war es das eigentlich. Gut, ich muss auch dazu sagen, der Daniel, der hat auch sehr viel organisiert. Ja, also es waren Statisten vonnöten, Modell hat er organisiert, Schlange, Tiere haben wir am Set gehabt. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Bilder. Wir steigen mal ein so in den Auftrag und genau. So, als erstes mal, dass ihr mal das Studio seht, hier mal so ein kleines Making-of. So sieht das Ganze vor Ort aus. Also das ist jetzt die eine Seite. Es ist ein sehr modernes Studio, also das war richtig geil, also auch die Kulisse da hinten, wo der Stuhl ist. Und ihr seht schon vorne links den Schirm eingeblendet. Es war unheimlich wenig Platz, da mit außergewöhnlichen Lichtformen zu arbeiten. Also ich habe meistens als Hauptlichter eigentlich immer einen Schirm genommen, ein sehr weiches Licht und habe mir dann später diese ganzen Kontraste im Prinzip mit Dodge & Burn reingemalt.
Und bei manchen Bildern eben noch die typischen Streiflichter. Aber der Schirm ist ein Lichtformat, den ich nicht so häufig nutze, aber ich wollte das einfach total weich haben. Wir haben auch noch ein anderes Problem gehabt, die Reflexionen. Und da seht ihr jetzt auch mal ein Making-of-Bild. Wir haben dann also mit einem Tuch gearbeitet, weil als ich vorne den Tresen fotografiert habe, da habe ich mich selbst drin gespiegelt, weil da eben auch Glasscheiben waren. Und damit ich später bei der Retusche nicht allzu viel Zeit benötige, haben wir eben dann hier mit dem Vorhang das Ganze abgehangen. Sonst hätte ich mich selbst rausreduzieren müssen und so ging das dann einigermaßen. Okay, was auch noch wichtig ist, das nächste Bild, ich fotografiere immer in den Rechner hinein. Das ist sehr wichtig bei Auftragsarbeiten. Dazu gibt es so ein spezielles USB-Kabel von Tether Tools, das ich da nehme. Und dann kann auch mein Kunde, in dem Fall der Daniel, ihr seht ihn jetzt im Hintergrund, der mit der Mütze, der kann dann direkt die Bilder sehen und kann sie abnehmen und kann sagen, okay, das passt soweit. Und wir haben auch schon vor Ort, das seht ihr am Ende in einem kleinen Making-of-Film, den es bereits schon gibt, oft schon live vor Ort schon ein bisschen rumretuschiert, um zu schauen, ja, passt das alles von der Perspektive. Also das empfehle ich euch, dass ihr so arbeitet. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben mit Tieren gearbeitet. Auch hier nochmal ein Bild, das ich euch einblende. In dem Fall ist es jetzt ein Hund, der halt auch typisch ist für dieses Tattoo-Studio, den man da öfter antrifft. Und da haben wir auch ein echt cooles Bild gemacht. Das Arbeiten mit Tieren ist natürlich extrem schwer. Die wollen natürlich nicht immer so, aber der Hund, der war echt klasse, der hat es mitgemacht. Ich weiß, kommen bestimmt welche, ach Gott, Tierquälerei, dem hat man einen Hut aufgesetzt. Ach, das sage ich immer, wisst ihr, was ich alles schon im Leben machen musste, was mir keinen Spaß machte? Also von dem her, Menschenquälerei eigentlich dann. Nein, also dem ging es gut, also der wurde fürsorglich behandelt und das Herrschen von ihm hat es auch wirklich gut gemacht. Also es hat ein paar Minuten gedauert, dann war das Bild auch schon im Kasten, also wirklich klasse. Wir haben auch noch eine andere Schlange gehabt, also ein anderes Tier gehabt, eine Schlange in dem Fall. Ich weiß nicht, ob man es meinem Gesichtsausdruck ansieht, das war ein Riesenvieh. Ne? Also die Ovelia Overdose, die manche auch kennen als Modell, war als, wie gesagt, für diesen Job als Model gebucht. Die hat es echt professionell gemacht. Ja? Also ich hätte diese Schlange, vor allen Dingen, die hat sich da noch rumgeschlängelt. Das war sehr schwierig, am Ende ein Bild zu bekommen, wo die Schlange auch richtig platziert ist. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und die ist auch schwer, ne? Das ist reine Muskelmasse. Also wenn ihr mit Tieren arbeitet, das solltet ihr euch informieren. Ist auch wichtig, habe ich mir sagen lassen, dass die Schlangen vorher, ich glaube, gegessen haben oder nicht gegessen haben. Es hat mich irgendwie verwundert. Ich glaube, die dürfen nicht gegessen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also informiert euch auch mit Raumtemperatur. Man kann die Tiere nicht lange fotografieren. Also da muss man arg aufpassen. Und deswegen immer mit dem Besitzer viel reden. Weil, wie gesagt, die Tiere sollten nicht zu Schaden kommen. Und deswegen erkundigt euch, wie das Ganze sein muss, damit das auch gut vonstatten geht. Aber es gibt auch extra Tiere für einen Film und so weiter. Also da müsst ihr euch selbst mal informieren. Okay, ansonsten habe ich jetzt hier keine weiteren Making-of-Bilder. Ich zeige euch jetzt gleich noch einen Film. Ich schaue mal nochmal ganz kurz hier auf meine Notiz, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, was besonders toll war, ist halt, und das gibt halt jetzt mein Umfeld mit in der Branche, wo ich mich bewege, oder in der fotografischen Branche. Ich fotografiere jetzt sehr viele Künstler. Und das merkt man halt schon, in dem Moment, wo du mit Künstlern arbeitest, finde ich es einfacher. Erstens haben sie geile Ideen und zweitens habe ich so gemerkt, lassen sie dich machen. Also die akzeptieren dich halt auch als Künstler. Wenn ich jetzt Business-Shootings mache, dann muss alles so irgendwie, ja, du denkst halt oft, schade, hätte ich gern anders gemacht, und Künstler akzeptieren das. Also deswegen ist diese Zielgruppe Künstler und ein Tattoo oder ein Tätowierer, der ist für mich auch ein Künstler. Also das war sehr angenehm mit dem Arbeiten. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, versucht euch, ja, wenn es euch Spaß macht, vielleicht mit anderen Künstlern zu arbeiten. Also die können manchmal auch schwierig sein, aber in dem Fall war es nicht so. Was auch sehr wichtig ist und was ich jedem empfehlen möchte, das sieht man jetzt hier auf den Bildern. Ich habe noch andere Bilder gehabt, da hat man es besser gesehen. Es waren extrem viele Leute am Set. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mich mit dem Daniel vorher zusammengesetzt und habe gesagt, egal wie viele Leute da am Set sind, nur wir beide stehen am Rechner und entscheiden. Weil dann kommt irgendwann der Kumpel vom Kumpel und sagt dann, ja, aber der Hund da, der wird doch anders viel besser gucken. Und dann sagen drei Kumpels, sagen dann, ja, ja, stimmt, stimmt, aber
wo du nur selbst denkst, um Gottes Willen, das sieht doch scheiße aus dann. Ja, weil die haben gar nicht die Zielgruppe im Kopf und diese ganzen Vorbesprechungen, diese ganzen Informationen, die wichtig sind. Deswegen, wenn viele Leute am Set sind, als erstes einen Ablaufplan erstellen, das haben wir auch gemacht. Bei uns war genau klar, wer wann fotografiert wird und als zweites ist, schaut, dass euch nicht zu viele Leute reinreden. Also die ganzen Freunde, Bekannte, weg vom Rechner, weil die geben nur Informationen, die dann plötzlich in eine falsche Richtung führen und dann vergeudest du Zeit mit etwas, was gar nicht geplant war und auch am Ende nichts bringt. Okay, gut. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, deswegen mache ich diese Videos. Ihr könnt die in den Anmerkungen stellen. Vielleicht entsteht dann durch eine Frage sogar ein neues Video, wo ich dann wieder darüber berichten kann. Also, gebt mir euer Feedback, schreibt mir, wie es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Eure Daumen nach oben ist mein Applaus, ja, und ganz ehrlich, da freue ich mich drüber. Ansonsten hoffe ich, euch bald in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Und ich verabschiede mich jetzt noch mit einem kleinen Musikvideo über diesen Job, um da nochmal ein bisschen Emotion reinzubringen, dass ihr nochmal seht, wie das live und in Farbe vor Ort war. Viel Spaß und bis demnächst. Hey guys, my name is Calvin Hollywood, and a couple of months ago I had a job for a tattoo artist. You can see the images behind me, and here's a behind the scenes video. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Calvin, und ihr habt es vielleicht verstanden, vor ein paar Monaten hatte ich einen Job für ein Tattoo-Studio. Ihr seht die Bilder hier hinter mir an der Scheibe, und hier ist ein kleines Making-of-Video. Viel Spaß!